funktioniert. Wir starten selber noch auf den Dienstag. Da kommt es sehr spät, aber trotzdem noch einen guten Abend. Ich wünsche mich natürlich nur zu so bitte, ganz und gar im Gegenteil. Und auch zum Thema, die Kollegen hier kommen, natürlich noch die Freunde, die das nicht hören. Und das die Freunde hören. Dann geht es, dass uns ganz, ganz schwer anlegen wird. Ausschneiden gegen die Zuhörungs, bitte. Was soll das so gern bis zustande gekommen ist? Ja, guten Abend. Was ist natürlich der Einstellung mit dem, ist es einfach so, dass wir uns zu überlegen, halt in der Anfangsphase keinen Profit mitnehmen konnten und damit den ersten Fehler sehr hart bestraft worden sind. Und auf das kann man sagen, wir haben zwei Fehler gemacht, die dann wirklich durch die Spielentscheidung waren. Kompliment an die Spiel, sie haben uns wirklich 90 oder länger unterstützt und verstehe es auch, dass die danach in Rom und Grundtun über zwei Spiele gesehen. Aber es ist sehr bitter, dass wir dann schlussendlich wahrscheinlich verdient ausgeschnitten sind. Das war wirklich beide Spiele, die das ist so kurz geworden. Und hast du keine Angst, wir kennen alle das Spiel, das sind welche Mechanismen, die typisch schon jetzt die Kraftwelten des Fußballs? Ja, also ich denke, das habe ich nicht auch ohne Grund gesagt, dass noch zwei Spiele der Gegner verdient aufgestiegen ist. Hat in die Gruppenphase gekommen ist, wir haben uns einfach dort viel verhaut, viel einfach ganz schlecht gemacht. Heute haben wir, wie gesagt, die Einstellung und alles hat gepasst. Wir haben einfach Fehler gemacht, die man national, international auf das Niveau nicht machen darf. Dann ist natürlich bitter. Ich bin unter sehr wissen auf, dass dann wirklich schwer wird. Und Mechanismen hin und her, ich denke, es geht um Rapid. Man sollte jetzt nicht einfach eine Chance haben, nach Vorschlag und nach Lösung zu suchen. Das ist jetzt mag, der Kader ist sehr, sehr groß und jetzt kommt man diesen Bewerb hin. Glaubst du nur, dass es in den letzten Tagen ganz einfach noch irgendwelche Abgänge passieren oder was passieren müssen? Nein, ich glaube jetzt gar nicht. Ich denke, wir werden jetzt analysiert, wie immer, und ja, es ist einfach jetzt gerade sehr bitter und alles ist extrem enttäuscht, ob der Weg geht oder ob wir an der Werte gegen was machen. Keine Ahnung. Danke, Christian. Und dann die Kollege bitte zwei Sätze nach vorne. Bitte, ja. Ja, bitte, ganz kurz. In Österreich haben wir gehört, viele haben gesprochen, man spielt gegen einen zweiklassigen Gegner aus der Schweiz quasi. Und Sie als Trainer und Ihr Stein, nehme ich an, Sie haben natürlich Ihre Hausaufgaben gemacht und haben die Mannschaft davor gewahrt. Das ist ja manchmal schwierig, an alle Spieler heranzukommen. War das so heftig jetzt im Nachhinein, dass man sagt, man hat dann auch viel Energie im Spielstoff verloren, dadurch dann natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass es da nicht schon eine Niederlage gegeben hat. Und jetzt haben wir halt den Bock nicht mehr runter. Also, umwerfen können. Sehen Sie das noch so? Ja, sehr gut analysiert. Ja, es kann dadurch gewinnen manchmal und in diesem Fall war es so. Wir haben im ersten Spiel wirklich viel zerstört und das konnten wir heute nicht mehr ausprobieren. Wir haben alles probiert, es ist nicht an der Einstellung, bin ich nochmal. Ich denke, wir hätten auch in Unterzahl alle Fälle geschmissen, was wir hatten und das wäre mit ein bisschen Glück vielleicht noch etwas möglich gewesen, aber auf zwei Spiele gesehen, war es dann durchaus verdient. Bitte sehr, wieder zurück mit den zwei Jahren, sondern mache ich es an der Uhr konkurriert. Das ist jetzt quasi so, dass man das Verständnis hat für gewisse Plätze, die nicht funktioniert, weil halt wenig Zeit zum Trainieren war. Das hat sehr das Spiel verschoben, extrem hart, weil davor ging das schon extrem stark gehabt und sie haben gegeben, dass sie wirklich lange Zeit gehabt. Und trotzdem war es jetzt nicht so, dass bis zum Tor das ein großartiger Auftritt war. Es war natürlich besser als ein Gegenspieler, aber auch bis zum Tor und auch danach war es nicht so, dass ihr wirklich viele Lösungen gehabt habt. Ist
Signal, dass er dann eben scheinbar nicht mehr Standard-Training kriegt. Ich denke, mit dem Kollegen davor, wir sind dran, wir reden zwar von einer Zweitligisten, aber wir haben schon gesehen, dass man da weit weg von Zweitligisten, also international ist, war das, ist das kein Zufall, dass die Gruppe Kondensbaum und jetzt trainiert haben. Das ist eine Gestalt einer Mannschaft, die davor haben, wenn sie spielen, die ihre Chance mehr als genutzt hat. Und das heißt, das schmerzt extrem, nicht nur bei den Fans. Es tut uns auch weh, wir das dann diese Extrem. Wie gesagt, wir haben heute alles probiert. Wir hatten unsere Chancen auch in den ersten 10 Minuten. Auch danach, wir haben es halt nicht gemacht. Und international wissen wir auch, wenn man nicht effizient ist und dagegen schießt er immer auf Tor und findet es. Die Wollen muss, glaube ich, ganz nicht einmal über der Mittellinie. Das ist natürlich, dass sehr viele Spieler, sollte ich einmal wenig herausragend, also es ist so ähnlich, also ich habe zum Beispiel gesehen, auf dieser Entscheidung, für mich hat der Kühn schon ein bisschen Schwung reingebracht. Weil das ist also, was ist für dich der Grund, dass der nicht aufmacht? Oder ist er auch ein Gefühl, kann man das Gefühl, ob die Gefühle leisten nicht manchmal? Ich weiß es nicht, mir ist es nur aufgefallen. Und da ist einfach drauf gewusst worden, da gesehen, der spielt mit Fußball. Ja, ich denke, aus dem System hat er den richtigen Fußball gespielt. Ich glaube, es ist nicht in Ordnung, wenn zum einzelnen Spieler zu diskutieren. Ich denke, die erste Hälfte hat das am Anfang gut gemacht. Und natürlich wollten wir auch etwas nachlegen können. Und alle, die reingekommen sind, haben das noch sehr gut gemacht aus dem Unternehmen. Das erzeugt dann die Gefahr, also so richtig in der Wissenschaft aussehen, dass der richtige Torwart war eigentlich nicht die Höhe beschäftigt. Er hat sich sehr mit Leuten gut gehalten, aber es war schon gesagt, dass diese Wissenschaft das sehr gut gefahren hat. Er hat erzeugt, macht er das so mal gut oder auch? Ja, Effizienz war schon immer ein Thema als in den vorigen Wochen. Da hatten wir noch viel, viel mehr Chancen. Heute hatten wir im Elfmeter auch einige Möglichkeiten. Der Knoten ist leider nicht geplant und dann ist es so gekommen. So ist leider das die erste Erwähnung so als Deutsch. Florian, du hast vorhin so hingestellt, dass wir keinen großen Qualitätsunterschied zwischen Vaduz und Rapid. Unter anderem hat der Vaduz gespielt, der Dobras, der war vor quasi 10 Jahren ein Klubgerufen für Rapid, hat in Österreich keine Bäume ausgerissen. Es gibt einige Spieler, die bei Vaduz die wenige Qualität haben, wie er, sage ich mal, muss der Anspruch von Rapid sein, dass man da besser ist. Na, das habe ich nicht gesagt. Das wäre eigentlich das Wort, was ich denke, wir können über so einen guten Fußballer, oder wir können behaupten, dass wir wirklich sehr, sehr gute Spieler in unserem Reihen haben. Punktuell passiert das auch manchmal, dass man ausschaut, dass es uns jetzt passiert. Es ist wirklich ein sehr schmerzlicher Moment, aber aus diesen Momenten nimmt man auch immer wieder viel mit und heute hat es nicht gereicht. Natürlich war es auch sehr unglücklich mit den zwei Bildern beim Tor und rote Karte, die nicht sogar berechtigt wurde. Dann ist es gekommen. Ich habe gut gegessen, dann hat was. Jetzt steht am Sonntag eigentlich gerade leicht das Halbplan. Wie schaffbar ist jetzt die Mannschaft erstens aus diesem schmerzlichen Loch herauszubekommen? Und zweitens, ist das nicht eine unglaubliche Hypothek dann auf den Sonntag oder kommt es gerade recht, dass man jetzt gerade wieder das nächste Spiel hat? Ja, das kann man jetzt positiv sehen, natürlich, dass man gleich wieder ein Spiel hat. Und dann wieder auf andere Gedanken, dass dann Verständnisinitiativ im Moment ist schon wieder da, aber wir werden nicht schlafen und wenn man da Wege finden am Sonntag, das Spiel zu gewinnen. Das ist alles ausreichend, so wird beantwortet werden. Klar, da gibt es noch Fragen. Ich weiß nicht, was ist das? Danke sehr.
Nehmen Sie diese Niederlage im Kontext einiger Niederlagen Ihrer Karriere ein, aber dann ist es vielleicht sogar eine der schmerzhaftesten. Ja, weil wir an der langen Notbildung bleiben, in diesem Kurspielen kommt und wir heute einfach eine riesige Chance nicht lassen haben. Und deswegen, ja, so ist es jetzt unter den schmerzhaften. Also danke. Sonntag, 17 Uhr, Kick. Freuen wir uns trotzdem natürlich auf den Fernseher und hoffentlich dann auch den erfolgreichen Spieler. Dankeschön.